2 Fibo. Freitag heute. Gefühlt 5 Minuten geschlafen im Hotel heute Nacht. War ein bisschen warm und eng und laut und so weiter. Eben ein bisschen ein typisches Hotelfrühstück genossen. Vielleicht, morgen werde ich das vielleicht auch mal filmen. Also meistens esse ich dann Eier und Brötchen und ein bisschen Tomate und guten Aufschnitt und Cappuccino. Jetzt halb rechts abbiegen, danach gleich die zweite halb rechts abbiegen. Wir sind jetzt hier im Fibo-Stau, das ist eigentlich immer so, hier auf der Brücke. Das ist aber auch ganz gut, weil hier überall Blitzer sind. Kann da nichts passieren, ja. Und laut Navi sind wir in 4 Minuten da, wahrscheinlich dauert es ein bisschen länger. Dann parken und dann geht es auch schon los. Wir haben schon 5 nach 9 und 9 Uhr geht es offiziell los. Ich denke mal, heute wird es schon wieder ein bisschen voller als gestern. Obwohl heute offiziell noch ein Händlertag ist. In 300 Metern halb rechts auf die Deutz-Mülheimer Straße abbiegen. Danach gleich rechts abbiegen. Offiziell noch ein Händlertag ist, aber ja, in den letzten Jahren ist es auch an den sogenannten Fachbesuchertagen immer voller geworden. Und ja, bin mal gespannt, was heute so abgeht. Bis gleich. Verpflegung, ja? Ich glaube, ich sehe jetzt die Pumpe da weg. Was ist das? Ja, ich war auf jeden Fall schon zwischendrin. Ich weiß auch nicht, was ich alles da mache im Ausland. Ich weiß auch nicht, was wir alles machen müssen im Ausland. Wahrscheinlich coolsten Tätowierung des Wochenendes, kann ich heute am Freitag schon sagen, sag mal. Das ist ja Louis de Finesse. Ja. Der lacht sogar beim Anspannen. Ist der größte Fan von ihm? Natürlich. Wahnsinn. Ich mag den auch. Super. Muskelmaschine-Teilnehmer. Ich muss sagen, also es ist wirklich super klasse, hat super funktioniert. Also ich bin wirklich sehr, sehr happy darüber, das gemacht zu haben. Da es doch endlich mal eine strikte Linie gegeben hat, das Ganze durchzuziehen, überhaupt über diese Wochen. Und wenn ich demnächst die Bilder reinstelle, im Vergleich sieht man, dass es wie Tag und Nacht. Also ich muss wirklich Danke sehen. Fertig. Habe ich schon durch, oder? Ja. Aber ich werde es nochmal zweimal machen. Okay. Vielleicht ein bisschen die Kalorienzahl erhöhen, um noch ein bisschen mehr Masse zu bekommen, um ein bisschen hin und her zu switchen. Also ich kann nur sagen, am besten ist dran halten, nicht irgendwie abzuschweifen oder zu überlegen, könnte ich mal, habe ich mal, wollte ich mal. Einfach dem Trainingsplan folgen und ist echt top. Fand ich top. So. Was ist das für dich? Ja, für dich. Marcel ist ein Absolvent mittlerweile.
mittlerweile von der Muskelmaschine und wie hat es dir gefallen? Ja, sehr gut, ich habe auch sehr gute Ergebnisse gehabt. Ich muss auch sagen, die Muskelmaschine an sich ist ein sehr hartes Training und muss dabei bleiben. Also, das ist nicht so weicher, das stimmt schon, da hast du schon recht gehabt, aber. Ja, und cool. Ja, aber ja, das ist das Training auch ein bisschen mehr abgelegt. Ich finde damit super, die Ergebnisse waren top. Du hast Revisionsprogramm gemacht und die Muskelklasse angefangen. Ich habe jetzt knapp 19 Kilo, bin runter bis auf jetzt aktuell gegen 81. Ja, so gut 8 Kilo. Gut 8 Kilo, ja. Aber halt relativ gut mitgehalten. Das ist ja ganz gut. Ja. Da gibt es ganz gut. Dankeschön. Vamos a matar.
Jay Cutler, vierfacher Mr. Olympia, kennt glaube ich jeder. Jay, I've been following you on Facebook and everything and Instagram. You've been doing a lot of gym wear and clothing posts last time. How's it running? Very good. Staying busy and still traveling a lot of different ventures and here at the FIBA Right, so is this your biggest business now, the clothing stuff? Or? No, you know, my hands are a lot of stuff. I do show promotions, I have Cutler Athletics, I have the Swole Monkey brand, clothing brands, I do Cutler Nutrition, a lot of different other things, you know, but in the fitness market, it's all in general, it's all a big entity. So you're taking the same approach you took for bodybuilding now to business? Yeah, a lot of the endorsements, I had a lot of signature versions, so like Smart Shaker's a partner of mine, I still have a shaker trip with them, I have a belt line with Sheik Sports, I have a signature version of Fat Grips now, so I did a lot of the things that I didn't do endorsement deals, there were products I actually used. And I reached out to the companies and I said, I would like to brand with you guys. Instead of just, I rarely did endorsement deals. It's just like my deal, the partnership with EPI, I have ownership of Cutler Nutrition. So yes, they're my partners in the brand, but I own a piece of it. So I knew when I did step off the stage, there would be a time that would allow me to be able to continue to keep my awareness out there. And most importantly, the shows is what's given me great exposure now and a lot of opportunity for athletes to work under, the Jay Cutler. They went to Jay Cutler again. These are mostly in the United States. Mm-hmm. It's given them opportunity for exposure. That's cool. I think, in my opinion, you're maybe the most professional pro in bodybuilding, professional concerning business and stuff like that. I don't necessarily think that way. I just think that, I've just worked on opportunities and, I want to build a brand. Yeah. And I do things that I feel are correct, maybe not the path of others. I've kind of created my own path, and I think a lot of people have followed that, so maybe that's why people look at me as the guy that's done the best. Yeah. But truthfully, it was just a vision. I just wanted to do something that would expose me, not only as a Mr. Olympia competitor and, a supplement owner and a guy that, has shows and whatever else. It's just, it works in whole. You need satisfaction after you get off the stage. I worked really hard to win the Mr. Olympia, but you move on to bigger and better things, and that's kind of what I'm looking at now. And just really enjoying the ride. I'm still active. I'm still traveling every week somewhere. I'm still hitting the international markets harder than I ever hit before because I was, focused on training and not traveling and focusing on business. Yeah. It's given me more opportunity being off the stage and being in front of the fans and supporting those people that helped me get from where I got without actually visually seeing those people in person. So now I can attend a lot of the international trade, which is super important to me. Also, alle, die immer meinen, wie verdient man Geld im Bodybuilding, genauso wird es gemacht. Ja. Es ist weniger die Preisgelder oder dass da irgendwas von selbst geht, sondern man muss sich ein Business machen. Und meiner Meinung nach macht das keiner so professionell wie Jay Cutler. Ja. Thank you very much. Ist aber gut, jetzt geht's los. Guck mal, hier hast du auch die Kamera raus, sehr schön. Ja, wir haben gestern ein bisschen privat rumgelaufen, mehr oder weniger. Wollte ein bisschen auf mein Geschäft nicht gucken, aber kam natürlich wenig mal rum. Viel los war und viel Bilder gemacht und so weiter. Und heute von 9 Uhr bis jetzt um 6 eigentlich die ganze Zeit Drehzahl gehabt. Ja, aber ich mag das. Also, das muss man sehen, ja, absolut. Die Zeit war wie im Flug vorbei. Ne? Ja, ja. Zack, auf einmal 18 Uhr. Wir trainieren jetzt. Nee, cool. Ja. Ja, habe ich vor, aber jetzt schon wieder eine halbe Stunde rum. Und, ich muss dir sagen, früher wäre ich trainieren gegangen. Ja. So vor 5, 6 Jahren noch. Aber jetzt ist es wirklich so, ich habe jetzt 5, 6 Jahre durchtrainiert, nahezu. Ja. Jetzt ist 3 Tage Superkompensation angesagt. Okay. Macht Sinn. Theoretisch zumindest. Rein wissenschaftlich. Ja. Ansonsten fahren wir jetzt nach Hause und schneiden Videos. Jetzt ist es frei? Ja, also nicht nach Hause, aber ins Hotel. Achso, okay. Wir sind ja morgen übermorgen noch da. Auch so lecker aus, oder? Wir versuchen das zumindest relativ zeitnah rauszuhauen. Vielleicht erst heute Abend, aber deswegen müssen wir auch das tun. Und meine Frau wollte eigentlich längst los, aber gesagt, der David Hoffmann ist da, da müssen wir nochmal hin. Ja. Meine Stimme ist auch schon fast fit. Bei dir geht noch, ne? Ja. Er ist ja nicht mehr so laut wie früher. Stimmt, es hat sich ein bisschen, es ist ein bisschen besser als früher. Kommt aber an, wo der Stand ist. Also früher war es der Stand auch an der Bühne direkt und dann, dann ist halt Ende. Hold up. Ja. So. Ja.
Ja, vielleicht gehen wir etwas trainieren. Heute Abend ist noch bei Paul Buchsbaum, kennst du? Paul Buchsbaum sagt mir was, ja. Ja, der macht die WSC, ist ja viel unterwegs. Und der macht mit dem so ein Essen, ein Formentreffen. Da sind wir heute Abend noch um 8 Uhr. Also wir schlafen. Training knapp. Ja, meine Videos kommen erst nicht später. Warum lassen wir nicht mehr sein? Ja, du hast das ja ein bisschen spannend. So, das ist mein alter Freund und Bühnengefährte Marcel. Hallo. AKA Tokio damals. Hast du einen neuen Spitznamen eigentlich? Auf der Bühne, also das ist immer noch Tokio, aber. Also Instagram heißt ich Mr. Aesthetic. Mr. Aesthetic. Ja, ist auch einer, der so ein bisschen Oldschool Bodybuilding macht. Was heißt bisschen? Er macht eigentlich volles Programm. Ich versuche halt mein Vorbild jetzt ein bisschen nachzueifern. Ja, wir haben damals zusammen auf der Bühne gestanden, 2008. Ich bei den Männern Gesamtsieg gemacht und du bei den Junioren. Genau, da waren wir noch Gesamtsieger. Ja, genau, dann hat er ein paar Jahre Auszeit gemacht. Ja gut, ich war auch nicht so besonders fleißig. Teilweise, aber du hast noch länger Auszeit gemacht. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt kürzlich warst du in Venice Beach. Müsst ihr mal schauen auf seinem Profil. Ja, was ist der Lux bei Facebook und ist das? Also nochmal, wir mussten ein bisschen was wäschen. Schaut euch die Bilder an von Marcel auf Instagram Mr. Aesthetic. Genau. Und auf Facebook Marcel Lux. Schaut euch die Bilder an, war kürzlich in Amerika. Ja, ein bisschen Oldschool-Shooting habt ihr gemacht, genau, und so weiter, im Goals trainiert. Und ja, jeder, der Bock hat auf Oldschool-Bodybuilding, schaut euch das mal an. Speicherkarte ist zu klein. Ja, erzähl weiter einfach. Also, es ist ja eigentlich so, ich bin teilweise 7 Stunden im Gym und trainiere wirklich so auf leeren Magen und ich gebe alles so. Also, es geht für mich da so um Leben und Tod. Und dann am Ende, aber Tag X, bringst du dir halt die Form nicht. Und natürlich sehen die Leute nicht, was du halt geleistet hast bisher, ja, wie du gelitten hast. Aber ja, es ist aber auch so, dass du nicht derjenige, der am meisten gelitten hat, unbedingt am besten aussieht. Nein, auf keinen Fall. Du musst halt das richtige Maß finden immer, ne? Genau, also das... Und den Ausgang muss man finden, ne? Auch schwer hier. Also es muss nichts heißen, aber ich dachte mir immer so, du gibst dir so viel Mühe und die Platzierungen waren halt nie die Belohnung dafür oder so, ja? Ja. Aber ich habe das trotzdem geliebt und halt immer deswegen so weitergemacht, ja? Und dann, wo ich diese Möglichkeit bekommen habe, also wo ich auch nie dran geglaubt habe, da habe ich irgendwie so gedacht, weißt du, die ganze harte Arbeit hat sich doch ausgezahlt, ja. So, ja. Und da wusste ich halt, ich mache das Richtige, die ganzen Jahre über schon. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist schon geil, das zahlt sich auch manchmal aus. Jetzt sowieso nicht so wichtig, so, ja. Also, ja, ich glaube nicht, dass irgendjemand sagen kann, dass ich mich je beschwert habe, dass ich mich schlecht platziert habe, weil die Platzierung fand ich auch immer gerechtfertigt, ja, weil es hat halt immer was gefehlt. Also in Gold's Gym in L.A. kam Samir Banu zu mir, das ist der Mr. Olympia von wann? 83, ja. Dann sagt er zu mir, Junge, du siehst brutal aus und ich konnte es gar nicht mal realisieren, wer hast vor mir gerade steht. Oder? Ja. Ich kannte, also natürlich kannte ich ihn, aber ich konnte es nicht fassen, dass er wirklich vor mir steht, so, ne? Und dann kommt er zu mir und sagt, du siehst super aus, ne? Und ich habe wirklich gezittert, so, ja. Ich habe ja auch keinen Schlaf gehabt, weil gleich, nachdem ich gelandet bin, bin ich gleich ins Goldstream, ohne zu schlafen oder irgendwas zu machen, gleich Goldstream trainieren gegangen. Dann sehe ich ihm oder Charles Glass, die ganzen Stars, die ich halt immer in YouTube gesehen habe. Und dann kam er zu mir und das war so wirklich, ich habe Gänsehaut gehabt und ich habe gesagt, ey, die Reise hat sich jetzt schon gelohnt. Ja. Ich habe gesagt, das kann mir keiner nehmen, dass der sowas zu mir gesagt hat. Anschauen, Hoffmann Bodybuilding. Immer reinschauen. Liken, teilen, abonnieren. Hoffmann Bodybuilding. Feindliche Kriegsinsmus.